Was wir hier haben, ist einer der größten Bäume aktuell im Botanischen Garten. Das ist eine ungarische Eiche und die ist zwischen 100 und 120 Jahren alt. Ist ein wirklich sehr schöner, großer Baum, der allerdings auch ein bisschen Probleme hat. Hier oben sieht man so einen Pilzkörper, der aus dem Baum rauskommt. Aber er ist trotzdem noch, arbeitet noch gegen den Pilz und kann sich gegen den Pilz noch wehren. Was hier besonders interessant ist, ist dieser Bereich hier, diese Ringwulst. Und das ist ein Zeichen, dass auch dieser Baum, ähnlich wie die Weinreben, gepfropft ist. Und zwar hat man das typischerweise Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht, hat diese ungarischen Eichen, damit sie in unseren Klimaten wüchsiger wurden, auf eine einheimische Eiche als Unterlage gepfropft. Und das sieht man hier, das ist dieser Pfropfwall, wo eben diese beiden jungen Pfropflinge zusammengewachsen waren. Und der hat sich jetzt im Alter noch weiter ausgebildet. Und was wirklich sehr interessant und sehr nett ist, hier unten lassen wir immer extra ein paar Ästchen stehen aus der Unterlage. Und die hat völlig andere Blätter, wie eben dann die aufgepfropfte ungarische Eiche hier vorne, die einen ganz anderen Blatttyp hat. Da kann man also wunderschön noch Pfropfen und Auflage und Unterlage unterscheiden.